wieder gemischt. So sieht das aus. How do you call the one? Fiva Leaves. Und heute möchte ich, also Makabo, das ist so eine, das ist wie Kartoffel, aber sehr hart. Das ist der Makabo hier. Das haben wir, unsere Makabo. So sieht das aus. Unsere Makabo von Liberia. Diese hier sind die Makabo-Blätter. Und wenn man von diese Blätter kann man essen. Und da unten in der Erde kommt die Makabo von der Erde. Also genauso wie Kartoffeln. Ne? Ich zeige jetzt, wie man diese Makabo abschält. Also das macht man genauso wie eine Kartoffel. Ne? Eine normale Kartoffel, Süßkartoffel oder normale Kartoffel, das ist der gleiche Prozess. Cuisine Camp Chef im Moment in der ganzen Welt. Lauf, Training, Cooking. Versucht man sich zu adaptieren von der neuen Umgebung und macht man mit. Ne? Hier habe ich trockene Fisch. Das heißt Munga. Das ist trockene Fisch. Und ich brauche eine Tomate. Muss man nicht unbedingt haben. Dafür brauche ich auch Maggi, Knoblauch und Zwiebel. Und dazu kommt noch Palmöl. So, das ist unser Palmöl. Dieser Trick ist diese ganze Kreide von trockenem Fisch. Das ist aber gefährlich, ne? Aber hier, die Leute sagen, kann man das noch benutzen. Wie diese zum Beispiel so. Es wurde schon gewaschen und geschnitten. Jetzt muss noch gekocht werden. Also ich schwitze. Hier ist zu heiß, ne? Aber ist kein Problem. Damit kann man auch ein bisschen abnehmen. Brauche ich auch. Ich mag Öl in den Topf. Unsere Zwiebel kann man auch direkt in Öl schneiden. Der Kopf von trockenen Fisch, das machen wir auch drin. Das rein ich mit dem Zwiebeln zusammen. Genau. Teuer hier. Eine Tomate hier kostet so Schweingeld. Kann man nicht glauben. In der Liberia, das Essen ist so teuer. Mein Gott. Die Hauptingredient hier ist Pepe. Die essen scharf wie alles. Scharf und Öl. Das sind die Hauptingredient. Sowas, das ist der Hot von der trockenen Fisch. Diese wurde nicht weggeschmissen. Das gehört dazu. Alles vorbereitet. Basilikum. Das heißt Fiva Leaves. Das kommt alles drin. Ich brate also ungefähr 5 Minuten und dann kommt die Hautwasser drin. Und dann lassen wir das so eine halbe Stunde kochen. Aber im Moment warte ich noch 5 Minuten zum Braten. Wir mixen alles jetzt, alles zusammen, wieder gemischt. You know, boy, thank you. Ready, so mischen damit. Sehen Sie, so sieht das aus. So der Garlic kommt hin. Also die Liberer essen viel Maggi, ne? Viel. Palmöl, Maggi und Pfeffer und scharf. Das ist der Hauptingredient von Liberia und diese Green Fiva Leaf. Genau. So. Nach 5 Minuten muss ich ein bisschen Wasser rein. Thank you.
Dann ich mag ihr gekochte Wasser rein. Dann lasse ich kochen. Unser Labore also ist schon fertig. Nach 20 Minuten kann man schon essen, also das ist ganz fertig jetzt. Jetzt habe ich das Tuch. Achtung, put ein bisschen Salz drin und dann ist es okay. So, jetzt ist unser Essen schon fertig. Gracias.